zur Tour. Wir sind schon durch 10 Städte gefahren in den letzten 2 Wochen mit unserem Castor-Imitat, was ihr hier jetzt vor dem Brandenburger Tor seht. Und in jeder Stadt haben sich dem Castor entschlossene Bürgerinnen und Bürger in den Weg gestellt. Und jedes Mal wurde der Castor blockiert, er musste rückwärts rollen und konnte seinen Weg nach Gorleben nicht weiter antreten. Und deswegen ist unser Castor heute hier in Berlin. Deswegen fährt er jetzt durch die Berliner Innenstadt. Er möchte immer noch nach Gorleben und ich hoffe, dass heute auch hier in Berlin viele entschlossene Bürgerinnen und Bürger sich dem Castor in den Weg stellen werden. Wir werden mit diesem X nachher vor das Umweltministerium fahren und das dort nochmal aufstellen, direkt Herrn Röttgen vor die Nase. Und wir haben Herrn Röttgen auch eingeladen gehabt, dass er mit euch, mit Bürgerinnen und Bürgern, die gegen das Endlager in Gorleben sind, heute diskutiert. Doch der Minister hat gestern mit einer E-Mail abgesagt. Er hat gesagt, er hat keine Zeit für die Bürgerinnen und Bürger. Er möchte nicht über die Endlagerung von Atommüll reden mit uns. Das finden wir sehr schade. Und ich denke, deswegen werden wir nachher vor dem Umweltministerium unsere Meinung sagen, Alarm schlagen, wir werden das X aufbauen. Gorleben, stopp! Von dem Bundeskabinett, Castor-Transport abbrechen, Castor zurücksetzen. Dann gehen Sie doch, ich habe gehört, Sie wollen dann auch den Herrn Minister auch bei seiner Arbeit stören, Bundesumweltministerium. Gehen Sie dahin, da ist jetzt eine Kundgebung, da werden Ihre Agitatoren Ihnen wieder Märchengeschichten erzählen. Glauben Sie sie weiter, verweigern Sie sich der Zukunft. Ich sehe schwarz für dieses Land, wenn solche wie Sie hier die Regentschaft übernehmen. Wir gehen jetzt hier zurück. Ja,
selbstverständlich, Frau Merkel. Gerne noch. Was? Den Atommüll ausladen. Hier, vor dem Bundesumweltministerium ausladen. Transport kann ich nach Gorleben gehen. Okay, die Regierung hat entschieden, nicht mehr Gorleben. Ja, ich sehe es ein. Okay, wir laden sofort aus der Strahlmüll, bitte hier direkt vor das Bundesumweltministerium. Der Herr Röttgen und Frau Merkel wollen sich direkt diesem Problem annehmen. Bitte Strahlenschutzexperten, Hand anlegen, hinten aufmachen, raus mit dem Müll. Ich meine, es ist ja Strahl, das ist gefährlich für Ihre Gesundheit, aber die Bundeskanzlerin hat entschieden.